Wie immer. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. An der Pressekonferenz nehmen teil der Leiter der Staatskanzlei, Herr Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Kultusminister Professor Michael Piazzolo und Wissenschaftsminister Markus Blume. Herr Staatsminister Dr. Herrmann, bitte. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Ministerrats, die unter der Leitung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder wieder als Videoschaltkonferenz heute stattgefunden hat. Und ich freue mich, den Kollegen Blume erstmals bei seiner Premiere einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung zu begrüßen. Er ist natürlich ein alter Profi in Pressekonferenzen, aber Premiere an dieser Stelle. Herzlich willkommen nochmal. Thema war Ukraine und Corona, wie Sie sich denken können. Die Krisen überschlagen sich und es wird insgesamt nicht besser. Zur Ukraine-Lage haben wir uns ausführlich berichten lassen, vor allem vom Innenminister, aber natürlich auch vom Kultusminister, wird da selber noch darauf eingehen, was die Auswirkungen ganz konkret sind für Bayern. Braucht es jetzt nicht im Einzelnen alles zu erwähnen, da wir ja nachher im Landtag auch noch die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten mit dem Schwerpunkt Ukraine-Krise und die sich daran anschließende Plenardebatte haben werden. Klar ist aber, und das hat der Innenminister auch heute noch einmal deutlich gemacht, dass Bayern intensiv auf den Zustrom von Flüchtlingen sich vorbereitet ist. Bayern tut alles Denkbare, um zu helfen. Es geht vor allem darum, gute humanitäre Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu ermöglichen. Und es ist natürlich alles in allem eine große Herausforderung, schon angesichts der schieren Zahl der Menschen, die letztlich erwartet werden. Die Vorbereitungen werden und wurden getroffen, um das alles möglichst schnell einfach erledigen zu können. Das Ziel ist außerdem, die Menschen alle umfassend auch zu registrieren, damit wir letztlich einen Überblick haben. Da scheint es jetzt auch in Richtung Bund, wo wir mehrfach intensive Appelle gerichtet hatten, auch Bewegung zu geben, was die Registrierung durch die Bundespolizei betrifft, was ja wiederum dann auch Voraussetzung ist für eine vernünftige Verteilung deutschlandweit, damit es alles nicht dem Zufall überlassen bleibt, sondern damit auch diese Herausforderung gerecht verteilt wird über Deutschland insgesamt. Wir jedenfalls als Freistaat Bayern sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen auf allen Ebenen, die erforderlich sind. Und deshalb auch der herzliche Dank nicht nur an den Innenminister und seine Behörden bis hinunter zu den Kreisverwaltungsbehörden, die sehr intensiv eingebunden sind, die ganze Arbeit natürlich zu machen haben, sondern natürlich auch zu allen anderen Ministerien, die befasst sind, aber auch zur Vielzahl der Menschen, der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in den Hilfsorganisationen seit jetzt schon wieder über zwei Wochen sehr intensiv eingebunden sind, sich über Gebühr einsetzen. Und das Gleiche gilt auch für die Menschen, die das aus großer Empathie für das Leid und Schicksal der Menschen aus der Ukraine in unserer Bevölkerung tun. Wir haben uns des Weiteren mit Corona beschäftigt. Sie bekommen das ja mit. Die Infektionszahlen steigen derzeit wieder. Aktuell werden wieder Höchstwerte erreicht, was die Infektionszahlen betrifft, was die 7-Tages-Inzidenz betrifft. Es handelt sich dabei mittlerweile überwiegend um den Subtyp BA2 von Omikron, der beispielsweise im Bereich von München über 70% der Fälle beträgt und im Bereich Bayern insgesamt wohl um die 50% mittlerweile. Wir alle wissen, dass das genauso wie Omikron insgesamt eine hoch ansteckende Variante ist, eine BA2 noch höher ansteckende. Ich glaube, da kann man auch dann die Korrelation sehen zum doch sehr, sehr dynamischen Infektionsgeschehen, das wir in allen Bereichen erleben. Wir hatten jetzt heute in Bayern 32.437 neue Fälle. In der Vorwoche waren es 26.314, deutschlandweit 198.888, heute in der Vorwoche 156.799. Das heißt insgesamt ein Anstieg. Bei der Inzidenz heute die 2000er-Marke bayernweit überschritten mit 2027. In der Vorwoche waren wir bei 1990.
deutschlandweit auch ein Sprung auf 1585 von gestern 1543. Die 1990 Bayern waren gestern, nicht in der Vorwoche, gestern, also von einem Tag auf den anderen halt der erkennbare Anstieg. Wir sehen jetzt seit dem 7. März wieder einen Anstieg der Inzidenz. Seit 7. März ist es ein Anstieg. Die Todesfälle immer noch jeden Tag zu beklagen, immer noch einfach zu viele. Bayern heute 35 Menschen verstorben, in der Vorwoche waren es 68. Deutschlandweit 283 Menschen verstorben, in der Vorwoche 324. Eine Zahl ist ja immer der Reproduktionswert, mittlerweile wieder über 1 in Bayern, 1,05. Die letzten Male, als wir hier berichtet haben, war es immer deutlich unter 1, jetzt wieder über 1. Seit dem 10.3. ist dieser Wert wieder über 1, der immer zeigt, dass man sich in Richtung einer exponentiellen Entwicklung bewegt. Hospitalisierung nach wie vor stabil und nicht annähernd an den Werten, die dann besorgniserregend wären, aber trotzdem auch dort logischerweise die Dynamik erkennbar. ICU-Bettenbelegung 419, Vorwoche 391, unser Warnwert 600, daran kann man erkennen, es wächst auch dort auf. Hospitalisierungsinzidenz 899, Vorwoche 797 und der kritische Wert wären 1200, wo wir dann damals, als wir die Ampel noch hatten, die Hospitalisierungsampel, das als kritisch angesehen hätten. Bei den Schülerinnen und Schülern ist natürlich der Anstieg einfach aus den Faschingsferien mitgebracht, wird der Kultusminister sicher auch was dazu dann noch sagen, weshalb wir dort aktuell bei den 16- bis 19-Jährigen eine Inzidenz haben, die doppelt so hoch ist wie in der Bevölkerung insgesamt mit über 4.097, also deutlicher Anstieg im Vergleich zur Vorwoche. Wir haben bayernweit nur 3 Landkreise und kreisfreie Städte von 96, die unter 1.000 bei der Inzidenz liegen. Und wir haben 2 von den 96 Kreisverwaltungsbereichen, die über 3.000 liegen. Impfen ist nach wie vor eine Stagnation. Wir haben auch heute wieder nur die 73,9 Erstimpfungen, 74,5 Erstimpfungen in beiden Bereichen seit einer Woche genau um 0,1 gestiegen. Das heißt, diese Impfdynamik ist wirklich einfach viel zu gering. Boosterung immerhin jetzt bei 55,4%, aber auch das ist insgesamt zu wenig. Das Novavax, also der sogenannte Totimpfstoff, auf den ja Hoffnungen gesetzt wurden, für die, die halt den mRNA-Impfstoff nicht wollten, ist hinter den Erwartungen deutlich zurückgeblieben, also auch dort nur ganz geringe Verimpfung. Also Fazit, die Pandemie ist nach wie vor noch in vollem Gange. Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor hochdynamisch und die schiere Zahl der täglichen Neuinfektionen gibt eben Grund zur Besorgnis, dass es sich auch bei der Hospitalisierung wieder auswirken wird. Noch nicht akut, aber die Warnsignale, die wir von unserem Gesundheitsminister bekommen, die auch bei Teilen der Ärzteschaft immer wieder geäußert werden, die sollten wir ernst nehmen. Daher heute auch im Kabinett ein dringender Appell des Gesundheitsministers, die Schutzmaßnahmen nicht vollständig aufzuheben, sondern noch weiter im Rahmen dessen, was sinnvoll und möglich ist, aufrechtzuerhalten. Um diese Thematik haben wir dann natürlich auch diskutiert und entsprechende Beschlüsse gefasst. Mit Blick auf die Rechtslage, die jetzt im Laufe der Woche kommen wird. Sie kennen ja alle die Diskussion auf der Bundesebene um die Änderungen im Infektionsschutzgesetz, die erforderlich werden, da dieses, jedenfalls was die Handhabbarkeit, die Regelungen für die Länder, die Möglichkeit, Verordnungen zu erlassen mit diesen Maßnahmen, die wir alle kennen, zum 19.3. ausläuft. Also geht es darum, welche Nachfolgeregelung macht der Bund. Die Diskussion kennen wir. Auch die Vorschläge, die da vorliegen, die das Bundeskabinett bereits verabschiedet hat, wird aktuell offenbar innerhalb der Ampelkoalition intensiv diskutiert, ob es dabei bleibt oder nicht. Hört man unterschiedliche Äußerungen vom Bundesgesundheitsminister. Also alles irgendwie im Fluss. Aber aktueller Stand ist, dass wir diesen Gesetzesentwurf für die Bekämpfung der Pandemie in dem jetzigen Stadium der Pandemie für unzulänglich halten. Denn es würde letztlich bedeuten, unterm Strich, wenn es alles so bliebe, dass wir außerhalb von Hotspots keine Schutzmaßnahmen mehr ergreifen könnten. Die Hotspot-Regelung als solche ist, so wie sie jetzt konzipiert ist,
nicht praktikabel, denn die Voraussetzungen sind sehr vage formuliert. Beispielsweise ist ein Kriterium die, zitiert es mal, signifikant höhere Pathogenität einer Virusvariante. Das zeigt schon, das ist, sind sozusagen wissenschaftliche Begriffe, die man dann handhabbar machen muss für eine Entscheidung eines Bayerischen Landtags, der dann sagen muss, im Landkreis X ist es jetzt soweit, also müssen wir dort jetzt Maßnahmen ergreifen. Und es zeigt, es ist nicht praktikabel, bedeutet faktisch, dass es also schwierig wird, nach dem 19. Maßnahmen in den Hotspots zu ergreifen. Es wird letzten Endes der Instrumentenkasten vom Bund leergeräumt oder ich sage mal abgeschlossen und der Schlüssel erst einmal beiseite gelegt. Wir haben deshalb, und es ist interessant, die Diskussionen, die jetzt aufkommen, der Bundesgesundheitsminister hat heute ja auch die Länder gebeten, von der Übergangsregelung Gebrauch zu machen, die es noch gibt bis zum 2. April. Denn wir haben ja die Einteilung in Hotspot-Regelungen, habe ich gerade erwähnt, und in Basisschutz, die dann nach dem 19.03. noch möglich sein sollen. Basisschutz bedeutet ja dann in Zukunft Maskenpflicht im ÖPNV, im Luftverkehr, im Fernverkehr, Maskenpflicht in vulnerablen Einrichtungen wie Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen und die Testmöglichkeiten in den vulnerablen Einrichtungen und in den Kitas und in den Schulen. Das ist dann der Basisschutz. Es gibt aber jetzt eben noch die Möglichkeit, für einen Übergangszeitraum bestimmte bisherige Maßnahmen noch aufrechtzuerhalten. Und es war heute im Kabinett die dringende Bitte des Gesundheitsministers, dass wir von dieser Übergangsmöglichkeit auch in Bayern Gebrauch machen. Und deshalb haben wir das auch beschlossen, von der Übergangsregelung bis zum 2. April auch in Bayern Gebrauch zu machen. Wir haben auch festgestellt, dass andere Bundesländer das auch tun. Wenn ich den Überblick aktuell habe, sind es wohl mittlerweile mehr als die Hälfte der Bundesländer, die ebenfalls die Übergangsregelung bis zum 2. April noch nützen wollen. Interessant ist eben, dass auch der Bundesgesundheitsminister darauf hinweist und die Länder bittet, das doch unbedingt zu tun. Was heißt das jetzt konkret für Bayern? Das bedeutet konkret, dass wir unsere 15. Verordnung bis zum 2. April verlängern und jedoch gleichzeitig grundlegend ändern. Sie wird also geändert, in Kraft treten am Samstag, am 19.03. Da muss man also zunächst abwarten, wie der Bundestag entscheidet, wie der Bundesrat entscheidet. Dann ist die Rechtsgrundlage da, dann kann die Verordnung in Bayern umgesetzt werden. Welchen Inhalt wird sie haben? Sie wird den Inhalt haben, dass die bisherigen Regelungen zur Maskenpflicht bestehen bleiben. Generell FFP2-Maskenpflicht überall dort, wo sie bisher bestanden haben. Da wird es also keine Änderung geben. Maske ist nach wie vor ein ganz zentrales Schutzmittel. Änderungen ergibt es im Bereich der Schule. Da wird es also wie folgt sein. Da werden wir ab dem 21.03., also ist gleich nächste Woche, im Bereich der Grundschulen und Förderschulen, dort wo die PCR-Pull-Testungen stattfinden, die Maskenpflicht am Platz aufheben. Begegnungsbereiche, Pause etc. wird es bleiben, aber dort, wo die Schülerinnen und Schüler am Platz sitzen, wird es aufgehoben und eine Woche später dann in der 5. und 6. Klasse ebenfalls, weil dort auch PCR-Testungen stattfinden. Soweit zum Punkt Maske. Dann die Zugangsregelungen, je nach Impf-, Genesenen- oder Teststatus, also diese 2G- und 3G-Regelungen, die bleiben im bisherigen Umfang bestehen. Also zum Beispiel Gastronomie 3G bleibt bestehen, Hochschule und Bildung bleibt bestehen, so wie es jetzt ist. Es wird nichts geändert, es bleibt einfach so, wie es ist, was die 2G- und 3G-Regeln betrifft oder zum Beispiel 2G plus in der Diskothek. Wir werden darüber hinaus Schule und Kita im Übrigen im bisherigen Umfang regelmäßig getestet und wir werden viertens den Zugang von Besuchern und Beschäftigten zu den vulnerablen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen ermöglichen, natürlich weiterhin mit tagesaktuellem Schnelltest. Bei Beschäftigten zweimal pro Woche, wenn geimpft oder genesen, oder täglicher Test, wenn nicht geimpft oder genesen. Das ist die bisherige Bundesregelung, die wir da
beibehalten wollen. Ich sage immer dazu, alles bis zum 2.4., weil nur so lange ist die Übergangsregelung möglich. Vielleicht noch abschließend, was fällt dann alles weg von der bisherigen Verordnung, dass man das vielleicht auch andersrum weiß. Also es fällt weg ab dem 19. jetzt die generellen Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen. Das fällt weg. Es fällt weg Kapazitäts- und Personenobergrenzen. Es fällt weg Sonderregelungen für Gottesdienste und Versammlungen. Es fallen weg das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie. Es fällt weg das Verbot von Volksfesten und Jahrmärkten, das bisher noch bestanden hat. Es fällt weg das Verbot des Feierns auf öffentlichen Plätzen, das Alkoholverkaufs- und Konsumverbot, das angeordnet werden konnte an öffentlichen Plätzen, fällt weg. Und es fällt weg die Verpflichtung zu festen Gruppen in den Kitas. Das ist also das, was wegfällt. Im Kern, was bleibt also? Maske in dem bisherigen Umfang, außer bei Schule ab nächster Woche, und die Zugangsregeln 2G bzw. 3G. Das bleibt für den Übergangszeitraum bis zum 2.4. Insgesamt abschließend von meiner Seite noch einmal der dringende Appell an die Bürgerinnen und Bürger von dem Impfangebot, das wirklich jedem zur Verfügung steht, mit jedem erdenklichen Impfstoff Gebrauch zu machen, von diesem Impfangebot, dieses einfach wahrzunehmen, denn Impfen macht den Unterschied. Impfen ist der wirkliche Schritt zur Steigerung der Immunität, was einen selber betrifft, aber was auch die Bevölkerung insgesamt betrifft. Es gibt Studien, die uns das sehr deutlich vor Augen führen. Dort, wo sie hohe Impfquote haben, hohe Boosterquote haben, haben sie trotz hoher Omikronwelle eine extrem niedrige Sterbezahl. Dort, wo das nicht der Fall ist, ich nenne als Beispiel Singapur und Korea, habe mich gestern Professor Hölscher darauf aufmerksam gemacht, auf eine Studie, die das belegt, dort extrem hohe Impfzahlen, 90% sind dort doppelt geimpft, 65% sind geboostert. Anders zum Beispiel in Hongkong, 60% geimpft, 30% geboostert, 7-fach höhere Todeszahlen aufgrund von Omikron. Überall 100% Omikron. Das heißt, Impfen macht den Unterschied und wir müssen einfach auch jetzt schon an den Herbst denken und an den Winter denken, dass wir da nicht wieder in große Probleme hineinlaufen. Und dazu kann einfach nur jeder selber beitragen, indem er sich impfen lässt. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Staatsminister Professor Piazzolo, bitte. Gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will es umdrehen und zuerst mit Corona beginnen und dann mit der Ukraine, einfach weil sie es auch im Gesamtzusammenhang anbietet. Es ist schon erstaunlich, dass in den Tagen vor der Änderung der Bundesgesetzgebung sich eigentlich schon intern beim Bund neue Diskussionen beginnen und der Gesundheitsminister schon die Regelung seiner eigenen Regierung relativiert und im Grunde genommen auffordert, von den Ausnahmetatbeständen Gebrauch zu machen und das Ganze bei steigenden Inzidenzen. Insofern müssen wir einfach auch abwarten, was jetzt in den nächsten 4 Tagen passiert, wie die Diskussion weitergeht. Insgesamt ist es verglichen mit dem, was wir auch in den letzten 2 Jahren immer gepredigt haben und wie wir schrittweise vorgegangen sind, aus meiner Sicht zu grob, zu pauschal und auch zu wenig insgesamt durchdacht. Wir haben deshalb, Kollege Herrmann hat es ja auch gerade gesagt, uns heute in der Koalition intensiv unterhalten und auch, was die Schulde anbetrifft, einen entsprechenden Fahrplan entwickelt, ja auch aufsetzt auf das, was wir durchaus auch schon mal in der letzten Woche angedacht haben. Wir werden jetzt, wie erwähnt, am Montag die Maskenpflicht im Unterricht in den Grundschulen aufheben, aber nur dort und nur im Unterricht, einfach um da auch einen ersten Schritt zu machen, auch zu beobachten, was es bedeutet, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Kleinsten immer besonders natürlich auch belastet sind durch das Tragen der Maske, zum einen, zum zweiten, wir aber dort auch seit vielen Wochen und Monaten Erfahrung mit den PCR-Tests haben, also das mit intensivste Testregime haben und damit auch eine sehr hohe Sicherheit. Das sehen wir auch an den Zahlen. Während wir in der Woche nach den Faschingsferien fallende Zahlen hatten, weil nicht getestet wurde, ist jetzt direkt nach den Faschingsferien die Zahlen deutlich angestiegen. Das sind die Ansteckungen, die in den Faschingsferien entsprechend erfolgt sind. Wie häufig also
in den Ferien eine große Zahl von Ansteckungen, die wir dann durch das Testen an den Schulen bemerken und damit auch diejenigen isolieren, die entsprechend krank sind. Insofern machen die Testungen dort auch entsprechend Sinn. Zum Zweiten haben wir beschlossen, ist gerade gesagt worden, dort, wo auch Pool getestet wird, nämlich seit letzter Woche in der 5., 6. Klasse, übernächste Woche dort auch die Masken im Unterricht fallen zu lassen. Dann aber bis zum 2., länger geht es auch nicht, also der insgesamt jetzt dann mit nächster Woche noch 2 Wochen die Masken aufrechterhalten im Begegnungsverkehr in den Schulen. Wir werden auch dann, wenn es in einer Klasse in den nächsten Wochen einen entsprechenden Fall von Covid geben sollte, ein verstärktes Masken- und Testregime beibehalten. Das heißt, dann auch in der jeweiligen Klasse die Maske aufsetzen und weiter intensiver testen. Beim Selbsttest ist das dann 5-mal die Woche. Das macht auch Sinn, aus unserer Sicht, es abzuschichten. Das sind die Erfahrungen auch der letzten 2 Jahre, dass es immer sinnvoll ist, zumindest 1 oder 2 Wochen entsprechend Entwicklungen auch zu beobachten, die Schlüsse daraus zu ziehen und gegebenenfalls, so es denn geht, auch gegenzusteuern. Nach jetziger Rechtslage wird das dann nach dem 2. April nicht mehr gehen. Insgesamt zeigen die Zahlen, ist gerade auch schon erwähnt worden, steigende Inzidenzen auch an den Schulen, wobei man deutlich machen muss, es ist immer von Woche zu Woche verschieden, im Moment am höchsten bei den 15- bis 19-Jährigen. Die zweithöchste Gruppe sind, glaube ich, dann die 19- bis 24-Jährigen. Auch dort eine deutliche Entwicklung nach oben. Zur Ukraine-Konflikt, ich will es noch mal deutlich machen, dass die Bilder, die uns erreichen aus der Ukraine, an Grausamkeit scheinbar nimmt der Krieg zu. Die Bilder sind schrecklich. Und gerade wenn man die Gegend auch kennt, es gibt ja, ich hatte ein berufliches Leben vor der Abgeordnetentätigkeit, habe in der Zeit, in der ich in Berlin an der Hochschule war, mitgeholfen, mein Studium in Kiew aufzubauen. War häufiger in Kiew. Und wenn man jetzt die Bilder sieht, ist es mehr als erschreckend. Und ich sage es ganz offen, man hätte sich damals eine moderne europäische Großstadt solche Bilder nicht vorstellen können. Diejenigen, die bei uns sind, die uns zu uns fliehen, inzwischen haben wir ja auch in Bayern jetzt Größenordnung 45.000, es werden sicherlich noch mehr werden. Sie stoßen auf große Hilfsbereitschaft, auch bei der Bayerischen Schulfamilie. Insofern mein Dank und Respekt an alle, die hier schon jetzt Halt und Orientierung geben. Und genau das wollen wir auch in den nächsten Tagen und Wochen tun. Wir haben einen dreifachen Ansatz, sind damit auch verglichen mit den anderen Bundesländern recht schnell mit den Vorstellungen, die wir haben. Selbstverständlich das Ziel und auch das nach 3 Monaten besteht ja auch Schulpflicht. Wir wollen aber vorher schon was leisten und vorher ein Angebot machen. Wir haben deshalb diesen dreifachen Ansatz, nämlich zum ersten, und da werde ich einiges dazu sagen, pädagogische Willkommensgruppen, die wir einrichten, um sehr, sehr schnell aktiv zu werden, um sehr schnell Kinder und Jugendliche aus der Ukraine entsprechend aufzufangen. Dann zweitens, was es jetzt schon gibt, die Aufnahme in besondere Klassen und Unterrichtsgruppen, genannt von der Vorklasse Deutsch über Deutschklassen, über Berufsintegrationsklassen, die sogenannten Ingüben-Klassen, aber auch Sprintklassen an der Realschule. Und drittens natürlich auch diese Möglichkeit, die Aufnahme in eine Regelklasse beziehungsweise in den regulären Unterricht, eher gedacht fürs nächste Schuljahr. Da ist dann ja auch die Notwendigkeit, über entsprechende Sprachkenntnisse zu verfügen, damit man einer solchen Regelklasse folgen kann. Das Angebot, was aber sicherlich jetzt in nächster Zeit im Fokus steht und das wir besonders ausbauen wollen und auch direkt sich an die ukrainischen Kinder und Jugendlichen richtet, sind pädagogische Willkommensgruppen. Wir gehen davon aus, dass nicht nur ein entsprechender Bedarf schon jetzt besteht, sondern dass der in den nächsten Tagen und Wochen zunehmen wird. Wir werden da übrigens alle Schulen und Schularten mit einbinden. Das heißt, nicht nur, wie es bei den Flüchtlingsklassen war, insbesondere den Deutschklassen, die Grund- und Mittelschulen, sondern alle. Es geht um folgende Elemente. Es soll dort geregelte Struktur mit festen Bezugspersonen sein. Deutsche Lehrerinnen und Lehrer,
aber eben auch durchaus ukrainische Lehrerinnen, so sie bereit sind, hier auch mitzuhelfen. Kennenlernen deutschen Schulalltags in der jeweiligen Gruppe, Begegnungen mit dem Ankunftsland, auch vielfältige Angebote, was sehr wichtig ist, ist auch Bewegungsangebote. Wir wollen also auch Sport da anbieten, gerade für die Kinder und Jugendlichen, die kommen, ist das wichtig. Sprachförderungen natürlich auch und aber auch durchaus Kontakt halten zur ukrainischen Heimat durch Angebote von ukrainischen Lehr- und Unterstützungskräfte. Das Ganze in ein entsprechendes Rahmenkonzept eingebunden, das dann die Schulen vor Ort auch ausgestalten können, je nach Bedarf. Wir sehen das jetzt schon, dadurch, dass auch eine Freizügigkeit bei den Flüchtlingen besteht, ist nicht so haben, dass wir hier die Schülerinnen und Schüler im Land entsprechend verteilen können. Es wird so sein, auch nach Einschätzung des Innenministeriums, dass natürlich sehr viele in den Großstädten und in der Umgebung landen. Wir sehen das jetzt schon in München, in Nürnberg und Augsburg. Insofern wird es auch da wahrscheinlich mehr von diesen pädagogischen Willkommensgruppen geben. Es ist aber eine Aufgabe, die sich über das ganze Land und alle Schulen zieht. Wir werden auch die entsprechenden Finanzen zur Verfügung stellen, sind da auch in Abstimmung innerhalb der Staatsregierung, die laufen auch noch. Wichtig ist, dass geeignete Personen gefunden werden können. Das geht eben los von sicherlich dem einen oder anderen Pensionär, der sich zur Verfügung stellt, aber auch der Möglichkeit des Aufstockens, der entsprechenden Teilzeit, wenn man möchte. Das geht aber auch darüber hinaus in Drittkräfte hinein, aber eben auch, wie ich schon erwähnt habe, durchaus auch Kräfte aus der ukrainischen Community. Wir werden das in enger Abstimmung machen mit den Kommunen vor Ort, haben hier auch schon entsprechend Informationen gegeben, werden weiter im Gespräch bleiben. Es wird auch eine Konferenz der Schulaufsicht eingerichtet, die hier die Organisation entsprechend mit übernimmt. Wir haben die Schulen am letzten Freitag über die Grundlagen informiert und werden morgen noch ein weiteres Schreiben rausschicken, um diesen Rahmenplan deutlicher abzustecken, und bleiben dann in engen Kontakt, um weiter die sogenannten pädagogischen Willkommensgruppen auch auszugestalten und hoffen uns damit eben auch Halt und Orientierung zu geben und sehr schnell auch den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, bei uns Schule in einer bestimmten Form kennenzulernen und wenigstens eine Struktur auch in den Tag zu bekommen. Das ist sehr wichtig. Insofern zum Abschluss noch einmal mein großer Dank an alle, die sich hier sehr intensiv schon jetzt um diese Strukturen bemühen. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Staatsminister Blume, bitte. Ja, vielen Dank. Das Bayerische Kabinett hat heute sich auch mit einem Bereich befasst, der von der Krise in besonderer Weise in den letzten 2 Jahren betroffen war und dem jetzt auch natürlich eine besondere Funktion zukommt, nämlich der Kunst und Kultur. Es war mir ein großes Anliegen, dass wir dieses Thema auch jetzt nochmal zum Thema einer Kabinettsbehandlung machen, weil beides, sowohl Corona als auch Ukraine, in diesem Bereich von Kunst und Kultur natürlich in besonderer Weise einschlägig ist. Unser Signal heute heißt, wir bauen Brücken. Die eine Brücke zur Normalität in der Zeit nach Corona. Und die zweite Brücke ist eine Brücke über Grenzen hinweg, nämlich gerade auch ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern entsprechend zu helfen. Vielleicht nochmal kurze Lageeinordnung. Die Lage der Kunst und Kultur in Bayern, sie ist herausgefordert gewesen in den letzten 2 Jahren. Und trotz der Kapazitätserhöhungen ist das Publikumsinteresse noch nicht voll zurück. Dazu kommt, wir haben es gerade eingangs gehört von Florian Herrmann, dass Corona erkennbar noch nicht vorbei ist. Und auch wenn jetzt die Beschränkungen weitgehend fallen werden, dann wird trotzdem das Publikumsinteresse sich dann erst Schritt für Schritt wieder einstellen. Dazu kommt, dass natürlich im Moment über dem ganzen Land, über uns allen, eine Phase der Bedrückung liegt und deswegen auch von dieser Seite her sich Zurückhaltung begründet. Und das wiederum zusammengenommen war der Grund, warum wir heute im Kabinett beschlossen haben, dass wir ein Neustartpaket für die bayerische Kulturlandschaft beschließen. Das zum einen als Signal
des Aufbruchs und der Hoffnung bei denen, die nach wie vor durch Corona herausgefordert sind. Das heißt, wir haben heute festgehalten, dass die Corona-Kulturprogramme verlängert werden sollen. Das Hilfsprogramm für Soloselbstständige, das Stipendienprogramm, das Laienmusikprogramm und auch ein Programm für Spielstätten und Veranstalter. Verlängerung bis zum 30. Juni, um damit eben den Übergang jetzt in der Pandemiephase zur Nachpandemiephase dann auch entsprechend zu gestalten. Zweiter Teil dieses Neustartpakets ist tatsächlich etwas ganz Neues, also nicht nur Verlängerung, sondern auch eine neue Akzentsetzung. Wir nehmen erstmalig auch Geld in die Hand für die sogenannte freie Szene. Das heißt, alle Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffenden, die nicht gebunden sind an den Staat, an Kommunen, sondern die in eigener Verantwortung Kultur betreiben, Bayern insoweit auch zum Leuchten bringen. Wir haben diese freie Szene jetzt erstmalig besonders in den Blick genommen und wollen zusammen mit den entsprechenden Verbänden auch hier alles tun, um diesen Bereich tatsächlich noch besser zu unterstützen. In Summe reden wir bei dem Neustartpaket über fast einen Aufschlag von bis zu 45 Millionen Euro. Das heißt auch unterm Strich viel Substanz für die bayerischen Künstlerinnen und Künstler, von denen wir möchten, dass sie den Beitrag auch in Zukunft zum Kulturstadt Bayern leisten können, den sie in der Vergangenheit geleistet haben. Das ist die Brücke zur Normalität, aber es geht auch natürlich um die Brücke über Grenzen hinweg. Gerade die bayerische Kulturlandschaft hat extrem viel in den letzten Wochen schon an Zeichen, an Signalen gesendet, gerade an die Menschen in der Ukraine. Wir wollten selbst auch nochmal tätig werden und, wenn Sie so wollen, ein Willkommenspaket schnüren. Ein Willkommenspaket auch für ukrainische Künstlerinnen und Künstler. Deswegen haben wir 12 Stipendien mit der Villa Concordia, unserem internationalen Künstlerhaus in Bamberg, ausgelobt. Deswegen haben wir im Rahmen des Kulturfonds, der morgen im Bayerischen Landtag ja behandelt werden wird, eine 500.000 Euro vorgesehen, dezidiert für Projekte, die der Ukraine gewidmet sind in Bayern. Und deswegen unterstützen wir auch alle Solidaritätsbekundungen von Einrichtungen in Bayern, die eben zeigen, dass wir in Wort, aber auch in Tat bei den Menschen in der Ukraine sind. Soweit mal das Thema Kunst und Kultur, vielfach darüber diskutiert. Und ich bin froh, dass wir damit heute ein starkes Signal an diesen Bereich senden konnten. Ein letzter Aspekt, der betrifft den anderen Teil meines Hauses. Heute ist Semesterbeginn an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Mein Wunsch, der Wunsch aller der Hochschullehrer, der Hochschulpräsidenten, genauso wie der Studierenden ist, dass es ein Semester der Normalität werden möge. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Die Hochschulen sind sehr gut darauf eingestellt, auf dieses Sommersemester. Es wird eine Rückkehr zur Präsenz geben, aber selbstverständlich in guter Balance mit all den Errungenschaften von digitaler Lehre, die es in den letzten Jahren gab. Das heißt, ein gutes Miteinander, aber unterm Strich, und das ist die Hoffnung und ein Stück weit auch das Versprechen, ein Semester der Normalität. Auch hier noch ein Wort zur Ukraine. Ich glaube, unsere bayerischen Hochschulen sind gut vorbereitet. Wir haben ja bereits in der vergangenen Woche einen Notfonds aufgelegt für ukrainische Studierende hier an unseren bayerischen Hochschulen. Und was die Frage betrifft oder was diejenigen angeht, die jetzt neu nach Bayern kommen als Flüchtlinge, sind wir mit den Hochschulen dabei, ein Konzept zu entwickeln, wie dann auch niederschwellig entsprechende Studienangebote aufgenommen oder bereitgestellt werden können. Den entsprechenden gesetzlichen Regelungsbedarf, den wollen wir da rasch lösen, um eine Regelung wieder zu aktivieren, die im Bayerischen Integrationsgesetz vor einigen Jahren schon mal angedacht war, nämlich Studierenden auch Zugang zu Hochschulangeboten zu geben, ohne dass man formell klassisch immatrikuliert sein muss. Soweit zum Thema Kunst und Kultur und auch zum Bereich unserer Hochschulen. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Uli Bachmeier von der Augsburger Allgemeinen. Herr Herrmann, zu Corona. Es ist jetzt so, wenn ich das jetzt grundsätzlich richtig verstehe, dass Sie von dieser Hotspot-Regelung, die dann nach dem Bundesgesetz möglich ist, nach aktuellem Stand noch keinen Gebrauch machen wollen. Also auch wenn es Kreise in Bayern gibt, die, wie Sie sagen, über 3.000 liegen. Und die zweite Frage, wie stellen Sie sich perspektivisch den Übergang vor? Wollen Sie sozusagen mit Ihren Forderungen, dass mehr im Instrumentenkasten sein muss, nur für den Herbst vorsorgen?
Oder könnten Sie sich vorstellen, dass, wenn das Bundesgesetz jetzt dann beschlossen ist, sofort tätig zu werden? Vielen Dank für die Fragen. Also zunächst zur Frage Anwendung, Hotspot-Regelung oder nicht. Da müssen wir jetzt erstmal überhaupt sehen, was da am Ende jetzt wirklich in dem Gesetz drinsteht. Wir haben jetzt unsere Regelung heute für diese Übergangsfrist mal getroffen bis zum 2.4. Das ist ja im Kern, wie ich es ausgeführt hatte, die Maske und die 2- und 3G-Regelungen. Das sind auch mit die wirkungsvollsten in diesem Kontext, jedenfalls für den Zeitraum bis dahin. Wir werden uns natürlich dann als Staatsregierung überlegen, wie es nach dem 2.4. weitergeht, weil dann ja diese Übergangsregelung nicht mehr greift und dann nur noch der Basisschutz greift. Und dann wird man festhalten müssen zu dem dann existierenden Zeitpunkt und vor dem Hintergrund der dann vorliegenden Voraussetzungen und Fakten, rechtlich, aber auch empirisch, ja, wie sind die Werte und alles, ob man von den Hotspot-Regelungen Gebrauch macht oder nicht, beziehungsweise ob man es überhaupt rechtssicher kann. Das ist ja das eigentliche Problem, ist ja, dass wir zum einen eine formelle, also Stand jetzt, immer Stand heute, Gesetzentwurf, noch nicht endgültiges Gesetz, kommt erst am Freitag. Aber es gibt ja zwei Voraussetzungen. Das eine ist die formelle Voraussetzung, nämlich der Landtag muss zustimmen, dass Hotspot-Regeln angewendet werden, und zwar nicht bayernweit Stand heute, sondern das müsste dann für jeden Landkreis, für jede kreisfreie Stadt, wo man denkt, das wäre da notwendig, extra getroffen werden. Daran sieht man schon, wie schwierig das ist, weil wir diese landkreisscharfen Abgrenzungen ja in den letzten 2 Jahren in unserer Erfahrung immer wieder mal hatten, wo man dann genau das Problem hat, ich sage nur Stichwort Passau, ja, Stadt Passau und Landkreis Passau oder Ähnliches. Also das heißt, man müsste dann, das ist mal die formelle Hürde. Und dann gibt es natürlich noch die inhaltliche Hürde, nämlich die Frage nach nach der höheren Pathogenität von Virusvarianten. Das müssten wir dann auch feststellen als Staatsregierung. Das heißt, diese Hürde wird sicherlich schwer zu nehmen sein. Ich halte das nicht für völlig unmöglich, aber da brauchen es natürlich Wissenschaftler, die einem sagen, ja, in dem Bereich dieser Kreisverwaltungsbehörde haben wir jetzt eine Virusvariante von einer doch deutlich stärkeren Pathogenität. Wie realistisch das alles ist? Wir befürchten, dass das so ähnlich ist wie mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, dass man sozusagen vom Bund ein Regelungswerk hingeworfen bekommt, mit dem man einfach in der Praxis ganz schwer nur umgehen kann. Deshalb unsere Forderung, die Dinge nachzubessern, dann wird man sehen. Aber natürlich tun wir alles, um unsere Bevölkerung zu schützen, wenn es notwendig ist. Und natürlich gehe ich davon aus, wenn es sich jetzt Richtung Herbst zu einer ganz schwierigen Situation, was wir alle nicht hoffen und wo es momentan auch keine Hinweise gibt, aber zu einer ganz schwierigen Situation kommt, dass dann der Bund eben auch die Rechtsgrundlagen wiederum anpassen müsste. Aber das ist reine Spekulation. Aktuell arbeiten wir mit dem, was wir haben. Deshalb diese Übergangsregelung. Bitte. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, weil wenn das jetzt, was jetzt ist, ne, wenn das nicht fortgesetzt wird, dann heißt es ja zunächst mal auch praktisch, auch das alles, was aufgelöst wurde, jetzt wird erstmal auf breitem Weg gelockert, und Ihren Worten entnehme ich, dass Sie eine neuerliche Verschärfung oder strengere Regeln erst dann in Betracht ziehen, wenn die Situation wieder schwieriger wird. Kann man das nicht irgendwann mal rechtzeitig definieren, was man denn dann machen will, das eine. Und das zweite, nochmal eine grundsätzliche Frage, gibt es denn aufgrund des Bundesgesetzes nach Ihrer Einschätzung denn die Möglichkeit, ganz Bayern zum Hotspot zu erklären? Ist ja auch gesagt worden. Also, wir können nur das machen, was der Bund ermöglicht im Infektionsschutzgesetz. Das ist die Rechtsgrundlage, und auf der Basis können wir Verordnungen erlassen. Das wird ab dem, also wenn die Übergangsfrist jetzt ausgelaufen ist, Basisschutzmaßnahmen sind ohne Voraussetzung möglich. Das heißt, wir können dann in eine Verordnung reinschreiben, wir wollen diese Basisschutzmaßnahmen machen. Das heißt, Maske im ÖPNV, das heißt, testen, um in vulnerable Einrichtungen reinzugehen, testen, um in die Schule reinzugehen. So,
So, und wenn das nicht genügt, dann braucht man die Hotspot-Regelung. Hotspot-Regelung heißt aber, wir können auch nur die Instrumente aus dem Koffer ziehen, die der Bund uns gibt. Und das ist auch nicht so viel. Das ist nicht die ganze Palette, sondern das wäre dann Maske so wie jetzt, also nicht nur im ÖPNV, sondern dort im Einzelhandel zum Beispiel, also so wie es jetzt ist. 2G- und 3G-Regelungen für den Zugang zu Veranstaltungen etc. Abstand und verpflichtende Hygienekonzepte. Das wäre der Maßnahmenkoffer, den wir in dem Hotspot hätten. Also keineswegs, ich sage jetzt einmal, Schließungen oder Ähnliches. Das wäre alles nicht erfasst in dem Hotspot. So. Und um das in Kraft zu setzen, bräuchten wir einen Landtagsbeschluss. Und zwar tatsächlich trennscharf für die Kreisverwaltungsgebiete, also für den Landkreis. Wahrscheinlich könnte man theoretisch jetzt einen Sammelbeschluss machen, wo man 96 Kreisverwaltungsbehörden reinschreibt. Aber dann muss man auch für jede Kreisverwaltungsbehörde den Nachweis führen, dass wir dort ein Infektionsgeschehen haben mit einer Virusvariante, mit einer signifikant höheren Pathogenität und oder deutlich gestiegene Zahlen und deutlich gestiegene Hospitalisierung. Also es sind einfach extrem hohe rechtliche Hürden, die man immer beachten muss, logischerweise, weil es sonst nicht verhältnismäßig und einfach aufhebbar wäre, was natürlich dann im Chaos enden würde. Das heißt, im Endeffekt gibt auch eine Hotspot-Regelung nicht das ganze Instrumentarium und es müssten diese Nachweise geführt werden, man müsste der Landtag sozusagen beschließen, dort ist dieses Virusvariantengebiet jetzt mit höherer Pathogenität und mit totaler Überlastung. Das heißt, in diesem Instrument, das uns der Bund gibt, ist eigentlich schon seine Nichtanwendbarkeit angelegt und das ist dieser Widerspruch und dieser Kritik, die wir an diesem Gesetz haben, weshalb sie unzureichend ist und weshalb es aus unserer Sicht auch nicht zustimmungsfähig ist. Aber solange wir jetzt mit der Übergangsregel arbeiten können, tun wir das halt. Johann Osel, Süddeutsche Zeitung. Zwei Fragen, eine zu Corona, Herr Herrmann. Was sind denn die Erkenntnisse, wie es denn mit den kostenlosen Bürgertests und mit der Verlängerung ausschaut, auch jetzt sozusagen bis Ende der Übergangsregelung, wenn die 3G-Regel ja erhalten bleibt, wollen sich die Leute ja auch entsprechend testen lassen, denke ich mal, damit sie es ausnutzen können. Und Herr Piazzolo, bei dem pädagogischen Willkommensgruppen, ich erinnere mich da ein bisschen an die Nachhilfeprojekte mit dem Brückenbauen, was dann ein bisschen ein Buhai war mit bürokratischen Regelungen. Da sind dann Leute wieder abgesprungen, die genervt waren von Nachweisen, die sie bringen mussten etc. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass das tatsächlich von Anfang an funktioniert, ohne große bürokratische Hürden? Also vielleicht zu der Frage kostenlose Tests würde ich an den Kollegen Gesundheitsminister verweisen, weil wir haben heute sozusagen diesen Grundsatzbeschluss gefasst, wie wir weitermachen. Da sind Folgefragen dran geknüpft, die der Gesundheitsminister aber beantworten müsste dann. Ja, möglichst wenig Hürden natürlich. Nur, Sie müssen ja also immer auch umgekehrt sehen. Wenn was in Kitas oder Schulen passiert, wird sofort nachgefragt, wo waren denn die Regeln? Also insofern, natürlich, wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, auch ich habe es ja vorher auch angesprochen, Pensionisten, braucht es das. Ja? Lehrer, die bis vor kurzem an der Schule waren, muss man da nochmal ein Führungszeugnis oder Ähnliches haben. Da gibt es Regelungen bestimmter Übergangszeiten. Mein Einsatz ist immer, es möglichst unbürokratisch zu machen. Umgesetzt wird es dann vor Ort, das sind dann die Regierungen, die Schulämter und genau das werden wir auch mit dem Finanzministerium, die für die Beamten zuständig sind, eben entsprechend besprechen, dass wir es möglichst einfach gestalten und dennoch sicher. Und Sie sehen, auch wenn wir jetzt dann ukrainische Kräfte gewinnen wollen, ja, wir hatten die Diskussion auch schon. Wie ist es denn mit Schulen? Ja, um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen. Wir haben intensiv Regelungen zum Masernschutz durchgesetzt. Brauchen wir die dann? Das sind Dinge, die wir natürlich jetzt durchdiskutieren, wo man sagen kann, auf der einen Seite ist es dann so, dass wir natürlich schnell agieren, weil es einfach eine Situation ist, wo man auch schnell reagieren muss, wo wir den Kindern, den Jugendlichen helfen wollen. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Sicherheitsbestimmungen. Also insofern, das Ziel ist, unbürokratisch zu machen, immer wieder neue Wege zu finden. Deshalb auch gerne immer die Anregung, auch an die Medien, die das ja auch verfolgen,
wenn dann das eine oder andere auftaucht, ruhig ist uns auch zurückspielen, dass man eben solche Hürden auch überwinden kann, damit wir in der Praxis mit dem, was wir uns vornehmen, auch gut vorankommen. Christoph Trost, DPA. Herr Herrmann, ich hätte noch mal eine Frage zu den, oder Herr Piazzolla auch, zu der Frage Maske an Grundschulen. Sie haben ja gerade die Lage geschildert, die Zahlen steigen ja gerade drastisch seit den Ferien wieder, keiner weiß, wie es in 2 Wochen ist. Sie erwägen oder ist zumindest theoretisch denkbar, dass dann Hotspot-Regelungen angewendet werden könnten, vielleicht auch, Sie haben gesagt, bayernweit in allen Landkreisen. Mir erschließt sich der Sinn nicht ganz, warum Sie dann ausgerechnet jetzt in dieser Lage, die Sie schildern, die Masken an Grundschulen abschaffen und 5., 6. Klassen. Ich verstehe das Argument PCR-Tests, sehe aber sozusagen schon jetzt die Gefahr, dass wenn dann die Hotspot-Regelung käme, dass das dann einer der Schritte wäre, der sofort wieder eingeführt würde. Und ich finde es relativ sinnfrei, Grundschülern zu erklären, die Maske entfällt jetzt und in 2 Wochen könnte aber wieder sein, wir brauchen es dann doch wieder. Das erschließt sich mir nicht ganz. Dankeschön. Vielleicht Frau Trost, vom Grundsatz her. Im Grundsatz ist es so, dass wir jede freiheitseinschränkende Maßnahme erstmal begründen müssen, dass wir es machen. Nicht begründen, dass wir es aufheben, sondern erstmal müssen wir begründen, warum wir Masken im Unterricht überhaupt haben. Und zwar immer wieder von neuem, eigentlich tagtäglich. Und da haben sich natürlich unsere Einstellungen auch mit der Zeit verschoben. Aber wir sind, und da sind wir auch sehr dankbar, ein freiheitlicher Rechtsstaat. Gerade in diesen Zeiten sind wir da sehr, sehr dankbar. Das Zweite ist, und das war das, was uns heute geleitet hat, die andere Alternative ist im Moment nach der jetzigen Rechtslage, dass wir dann den ganz großen Cut am 2. April haben, beziehungsweise in Schulen dann am 4. Das würde dann bedeuten, mit einem Schlag Masken weg, und zwar nicht nur im Unterricht am Platz oder im Begegnungsverkehr, auch nicht, wenn positive Fälle auftauchen, keine Masken. Zusätzlich keine verpflichtenden Rahmenhygienepläne mehr, und zwar in allen Schulen mit einem Datum. Und meine Einstellung ist es und unsere, und deshalb haben wir es auch so gemacht, dass wir gerade in der aktuellen Situation es schon aus den Erfahrungen auch der letzten Jahre stufig machen wollen und einfach auch um Erfahrungen zu sammeln, gerade wie Sie das auch dargestellt haben, zu sehen, was passiert denn jetzt in der nächsten Woche, wenn wir eben die Masken am Platz, im Unterricht, an der Grundschule, dort, wo wir besonders testen, nicht mehr haben. Gibt es da eine starke Veränderung oder vielleicht nicht? Das ist auch wichtig dann für den 2. April, weil was man ja auch sehen muss, ist, die Regelung kommt jetzt, wir haben diese Übergangsfrist, aber gesetzt den Fall, wir haben in Deutschland in den nächsten 2,5 Wochen deutlich steigende Zahlen, bin ich mir recht sicher, dass wir auch eine dynamische Diskussion bekommen werden, die da jetzt schon der Gesundheitsminister, nicht nur bei uns, sondern der Bundesgesundheitsminister ja schon intoniert. Und insofern ist das aus meiner Sicht sehr sinnvoll, hier diese schrittweisen Erleichterung zu schaffen, gerade auch dort, wo wir es ja verantworten können, weil wir PCR testen. Und das nochmal als abschließender Satz. Es gibt kein Bundesland mehr in Deutschland, außer Bayern, das diesen Pooltest anbietet und auch technisch bewerkstelligen kann. Wir haben ihn sogar letzte Woche erfolgreich ausgeweitet auf die 5. und 6. Klasse. Ich bin auch dafür dankbar, erstens, weil es uns Erkenntnisse bringt, zweitens, weil es die Sicherheit erhöht und drittens, weil wir auch ein Programm haben und aufgesetzt haben, dass, wenn dann jemals, hoffentlich nicht im Herbst, eine weitere Welle kommt, wir auch aus diesen Erfahrungen schöpfen können und es wieder entsprechend aufsetzen können. Wolfgang Ranft, Bild. Ich will jetzt überwechseln zu den Flüchtlingen, die aus der Ukraine kommen. Herr Herrmann, Sie hatten das ja genannt, 45.000 sind ungefähr schon in Bayern angekommen und dass Sie intensiv mit den Kreisverwaltungsbehörden im Kontakt sind. Nach der Berechnung, Regierungsbezirke kämen von ungefähr 35% von diesen Flüchtlingen auf den Regierungsbezirk Oberbayern, das wären so um die 16.000. Die Regierung von Oberbayern hat aber nach eigener Auskunft bisher erst Kenntnis von 2.000, weil die
Registrierung offensichtlich auf großenteils freiwilliger Basis funktioniert und das auch nur an einer Stelle in München möglich ist. Besteht jetzt die Gefahr, dass München auf den Flüchtlingen, die ja zum großen Teil hier in dieser Stadt ankommen, einfach sitzen bleibt? Oder wie will die Staatsregierung das lenken, dass die Flüchtlinge besser verteilt werden können und auch tatsächlich erfasst werden? Sie haben die Bundespolizei genannt. Reicht das aus oder müsste Bayern nicht selber an den Hauptbahnhöfen Registrierungsstellen vorsehen, damit die Flüchtlinge auch besser verteilt werden können am Ende? Also das Ganze ist ja ein dynamischer Prozess, in dem ständig alle Ebenen miteinander die Lage beurteilen, die Lage versuchen, sich daran anzupassen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Details würde ich Sie an den Innenminister verweisen. Der hat über viele dieser Punkte heute berichtet, aber der wird Ihnen da eine präzise Auskunft geben über den alleraktuellsten Stand. Aber klar ist, dass man natürlich dort, wo gerade sehr viele ankommen, für Entlastung sorgen muss, weiterverteilen muss, findet ja auch ständig schon statt. Aber Details würde ich da Sie bitten, an den Innenminister zu wenden. Warum darf der Innenminister denn dann nicht kommen zu so einer Konferenz nach der Kabinettssitzung, wo Flüchtlinge ein entscheidendes Thema waren? Also der Innenminister kommuniziert ja eigentlich ununterbrochen auch mit der Öffentlichkeit und teilt mit, welches die aktuellen Sachstände sind und steht deshalb bei jeder Gelegenheit Rede und Antwort. Heute ist die Besetzung halt so, wie sie ist. Jasmin Lukas, Antenne Bayern. Ich hätte eine Frage speziell zum Thema Volksfeste an Herrn Herrmann erstmal. Es ist für uns alle ja gerade ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass wir wieder auf Volksfeste gehen. Wird es dann auch wirklich ohne Zugangsregelungen sein? Gibt es da schon spezielle Ideen, Konzepte? Und an Herrn Piazzolo, könnten Sie uns diese pädagogischen Willkommensgruppen noch mal ein bisschen erläutern? Es werden ja jetzt demnächst wahrscheinlich viele ukrainische Kinder zu uns in den Unterricht gehen. Die sind traumatisiert, sprechen kein Deutsch. Wie sind denn da die Konzepte, um diese Kinder möglichst gut aufzunehmen? Dankeschön. Vielen Dank für die Frage nach den Volksfesten. Also da haben wir ja zunächst die Phase jetzt 19. bis 2.4., die Übergangsphase. Aber für die Phase genauso wie dann anschließend gilt, Volksfeste sind zulässig. Punkt. Also das Verbot der Volksfeste gibt es nicht mehr und das wird es auch dann, jedenfalls nach der neuen Rechtslage, auch nicht mehr geben. Es werden dann auch keine Zugangsbeschränkungen, Kapazitätsbeschränkungen sowieso nicht, aber auch keine Zugangsbeschränkungen geben, also quasi, dass man beim Volksfestplatz einzäunt und dann da 2 oder 3 G-Messungen oder Feststellungen machen würde, das wird nicht stattfinden. Einziger Punkt ist, während des Übergangszeitraums, jetzt bis zum 2.4., würde natürlich ein Festzelt so behandelt werden wie die Gastronomie. Das heißt, da würde 3G gelten im Festzelt selber. Aber die Zahl der Volksfeste bis zum 2.4. ist sehr überschaubar, von daher kann man das so machen. Anschließend ist es dann ohne Beschränkung. Gerne, danke für die Frage nochmal zu den pädagogischen Willkommensgruppen. Wir haben versucht, uns mal in die Lage hineinzuversetzen von denjenigen, die zu uns kommen. Ukrainische Kinder und Jugendliche, traumatisiert von den Erlebnissen, die sie jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen hatten. Auch in einer unsicheren Situation, keiner weiß, wie lange der Krieg geht, getragen sicherlich auch von dem Wunsch, nach Möglichkeit wieder zurückzugehen. Aber vor der Unsicherheit stehend, wird das der Fall sein, wenn, dann wann. Schulpflicht setzt erst, wie ich es gesagt habe, nach 3 Monaten ein. Ja, also offiziell müssen sie erst nach 3 Monaten in die Schule. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, ob sie dann wirklich kommen in nächster Zeit oder ob sie wirklich sagen, wir bleiben erst mal zu Hause. Wenn es ein solches Zuhause dann entsprechend gibt, in welcher Situation. Was wir auch nicht exakt wissen, das geht ja auf die Frage von Herrn Ranft zurück, wo sind wie viele? Das sind bis jetzt nur relativ dünne Erkenntnisse, weil ja prinzipiell bei dem jetzigen Schutzstatus Freizügigkeit herrscht. Ich habe Beispiele, Berlin, die völlig überfordert sind oder stark überfordert mit der jetzigen Situation, die dann versucht haben, auch Flüchtlinge woanders hinzuschicken, in ein anderes Bundesland, waren vielleicht wieder, zum Teil jedenfalls nach einem Tag, wieder in Berlin zurück, weil sie es auch dürfen. Wir wissen auch nicht, ob sie nicht dann bei uns nur kurz sind und vielleicht woanders
dann entsprechend andocken, auch in einem anderen Land. Was brauchen Sie? Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit, und das ist schon verschieden passiert, dass man einfach dann in der Schule aufschlägt und sagt, da bin ich, oder die Eltern kommen an. Das Angebot passt aber für die wenigsten, weil sie nicht das Deutsch beherrschen und es jetzt wenig Sinn macht, in eine Grundrealschule oder Gymnasium einfach ein Kind passiert vielleicht mal reinzusetzen, was aber nichts versteht. Das macht wenig Sinn. Dann gibt es natürlich unsere Deutschklassen, die ich vorher erwähnt hatte, auch nicht immer flächendeckend. Die passen vielleicht manchmal, aber auch nicht immer. Und da kommt es dann auch auf die Kapazität an. Gerade in einer Stadt wie München, Nürnberg, wird die Kapazität in absehbarer Zeit nicht reichen. Und deshalb wollten wir etwas konzipieren, genau für die spezielle Gruppe. Also ausschließlich dann für ukrainische Kinder und Jugendliche. Und da glauben wir, dass es notwendig ist, eine bestimmte Struktur zu schaffen, auch am Tag, dass sie ankommen, dass sie Schule an sich kennenlernen, dass sie aber auch in einer bestimmten Gruppe sind, dass sie weiter auch zumindest teilweise in ihrer Sprache kommunizieren können, nicht nur untereinander. Deshalb werben wir auch für ukrainische Lehrkräfte, entweder die zu uns kommen oder die schon da sind und die Unterricht übernehmen könnten. Gleichzeitig ist es sinnvoll, gerade mit auch einer mittelfristigen Perspektive, dass sie unsere Schule kennenlernen, dass sie die Sprache erwerben. Integration gelingt immer am besten durch Spracherwerb, deshalb also auch Deutschunterricht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, und so werden wir das auch konzipieren, dass wir selbstverständlich auch vielleicht Unterricht teilweise in Englisch anbieten, dass ein Englischlehrer dort auch unterrichtet, einfach weil in der Ukraine natürlich auch einige Englisch können, auch eine andere Ausbildungsniveau und Schulniveau herrscht als vielleicht bei durchaus anderen Nationen, wo Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Dann, was ich auch erwähnt hatte, was, glaube ich, ganz wichtig ist auch für die Integration, sind Sportangebote. Da kann man sich dann auch überlegen, zusammen mit den deutschen Kindern oder denjenigen, die jetzt in unseren Schulen sind, Sport zu machen. Also es wird da ein vielfältiges Angebot sein, aber auch nicht überall gleich, sondern auf der einen Seite bedarfsorientiert, was es dann vielleicht in der jeweiligen Situation braucht, auf der anderen Seite, auch das muss man offen sagen, immer auch orientiert an den Kräften, die wir dann vor Ort haben und die zur Verfügung stellen. Und deshalb wollen wir das eben in enger Abstimmung machen mit den Kommunen vor Ort, müssen das auch sehr flexibel handhaben, wollen es auch handhaben, weil wir eben auch jetzt nicht exakt sagen können, wie viele werden an welchem Ort wann sich da anmelden. Und deshalb wird es auch nicht jetzt eine, aus meiner Sicht, eine feste Gruppe sein, die dann, wenn Sie einfach ein Beispiel jetzt nehmen, München, wenn sich da eine Gruppe bildet mit 10 Kindern, dann wird das nicht bis zum Ende des Schuljahres sein, sondern da kommen neue dazu, andere gehen vielleicht. Das alles macht es nicht leicht, aber wir brauchen diese atmenden pädagogischen Willkommensgruppen, einfach auch auf die jetzige Situation reagieren zu können. Und wir werden dieses Rahmenkonzept, was wir jetzt haben, auch in den nächsten Wochen natürlich immer wieder nachschärfen. Auf der einen Seite, weil wir neue Leute gewinnen, auf der anderen Seite, weil wir auch dazu lernen und die Bedürfnisse auch noch besser erfahren im Austausch, in der Kommunikation mit denen, die zu uns kommen. Patricia Schäfer, ZDF. Ja, ich habe einmal eine Frage zu den ukrainischen Flüchtlingen. Es sind jetzt schon, Donnerstag waren es irgendwie 27.000, die nach Bayern gekommen waren, und heute schon, wie Sie sagen, 45.000. Das wächst ja an rasant. Wie ist da die Planung? Wo findet die Unterbringung statt? Was gibt es für Konzepte, falls es noch mehr werden? Ist vielleicht auch angedacht, private Unterbringung in irgendeiner Form zu fördern? Und wie kommt diese Information dann an die Flüchtenden ran? Und das Zweite wäre ein bisschen nach vorne geschaut, wenn Sie sagen, Öffnungen von oder Jahrmärkte, Volksfeste sind wieder möglich, kann man schon irgendwelche Aussagen treffen, natürlich immer abhängig von der aktuellen Entwicklung, können sich Oktoberfestwirte und Schausteller darauf vorbereiten, dass es möglicherweise ein Oktoberfest geben wird? Also zur Ukraine ist es natürlich so, wie Sie sagen, dass der Aufwuchs an Menschen, die ankommen, hoch ist und vor allem kaum abschätzbar ist, in welcher Dimension das weitergeht, in welcher Zeitfrist, wie viele wann kommen und wohin und so weiter. Darum ist ja diese bundesweite Steuerung so notwendig und auch die Verteilung, weil natürlich der erste Schritt ja ist die unmittelbare Aufnahme in Notunterkünfte.
darauf bereiten sich die Kreisverwaltungsbehörden intensiv vor momentan, richten diese Notunterkünfte, aber die sind halt natürlich keine Dauereinrichtung für die jeweiligen Menschen, die betroffen sind, sondern dann kommt es natürlich schon darauf an, Privatobjekte, staatliche Objekte, also Ankereinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte, alle Möglichkeiten, die es gibt, Anmietung von Pensionen, Hotels etc. etc. Das wird im Einzelnen natürlich koordiniert über das Innenministerium bzw. die Kreisverwaltungsbehörden. Deshalb ist es ja auch sinnvoll, dass zum Beispiel der Katastrophenfall ausgeweitet wurde auf den Aspekt Flüchtlingssituation. Das hat der Innenminister am 9. März ja schon gemacht, damit diese Führungsgruppe Katastrophenschutzstrukturen weiterhin bestehen, die ja diese exzellente, enge Zusammenarbeit, den Austausch, die Koordinierung vor Ort ermöglichen. Alle Detailfragen dazu verweise ich ebenfalls an den Innenminister. Was Volksfeste betrifft, kann man allgemein sagen, dass dieses staatliche Verbot, das wir bisher in der Verordnung hatten, aufgehoben wird. Kann auch in der Zukunft nach dem zweiten, überhaupt jetzt ab dem 19., ab der neuen Rechtslage des Bundes, wenn die so kommt wie geplant, könnte ein Verbot gar keinen rechtlichen Bestand mehr haben. Wir haben dafür keine Rechtsgrundlage mehr. Die Frage, ob das Oktoberfest in München stattfindet, ist natürlich eine Entscheidung der Landeshauptstadt. Vielen Dank. Damit schließe ich die Pressekonferenz.